Nix mit besinnlicher Adventszeit. In der Wasserball-Bundesliga gibt es nochmal ordentlich Action. Die Wasserfreunde Spandau 04 treffen auf den SV Ludwigsburg 08. Die Hinrunde konnten die Spandauer klar für sich entscheiden, doch die Ludwigsburger sind mit Spielern aus der Nationalmannschaft wie Tobias Bauer und Max-Werner Schweimer stark aufgestellt und wollen sich vor der Winterpause noch einmal beweisen. Gegen Spandau ist es immer schwierig, es ist eine sehr Top-Mannschaft mit sehr guten Spielern und mit einer organisierten Spielweise. Die Spandauer in den weißen Kappen dominieren. Das liegt vor allem an einer starken Verteidigung und Konterangriffen und an ihm. Yannick Hiru baut den Vorsprung der Wasserfreunde weiter aus und netzt zum Halbzeitstand von 10:3. In der zweiten Hälfte wird die Mannschaft von Raúl de la Peña zwar deutlich selbstbewusster, doch laufen den Spandauern weiter hinterher. Nach hartem Kampf muss man sich am Ende dann doch wieder mit 8:21 geschlagen geben. Wir sind stärker als sie und haben eine bessere Spielübersicht, denke ich. Die Wasserfreunde Spandau sind damit weiterhin Tabellenzweiter hinter Waspo 98 Hannover, während der SV Ludwigsburg auf den 6. Platz rutscht. Trotz der Niederlage freut sich der ehemalige Spandauer Soran Bosic, zurück in Berlin zu sein. Es ist immer wieder schön, hier wieder nach Berlin zu kommen, die Jungs zu sehen, mit denen man viele schöne Momente hatte. Für Bosic und die anderen deutschen Nationalspieler liegt der Fokus nun auf dem Training und die Vorbereitungen auf die Europameisterschaften im Januar. Bereiten wir uns erstmal den ganzen Dezember auf die Europameisterschaft vor und dann wird alles, was man kann, eingesetzt, um dort so weit nach vorne zu kommen wie möglich. Das große Ziel der Herren ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Und damit hält die sonst so besinnliche Adventszeit noch viel Anspannung und noch mehr Action für Sie bereit.